ich habe nachgedacht. Du hast vollkommen recht. Ich stimme hier mit deinem Scheidungswunsch zu. Brigitte. 6 Quadratmeter Green Passion an die Friedhofsgärtnerei. Ja, aber ein Grab ist doch kein Messestand. Ich kapiere überhaupt nicht, wie man seinen scheiß Rasen noch auf Mamas Grab legt. Das hier kommt jetzt auch alles mit. Ich habe es statistisch gesehen, 20, vielleicht sogar 30 Jahre vor mir. Jahre, in denen mir keiner mehr vorschreibt, was ich anzuziehen habe und was nicht. Ich werde mir sogar erlauben können, mein Bier in den Kühlschrank zu stellen, weil Bier nämlich kalt sein muss. Kannst du bitte fragen, warum er ausschließlich Mamas Sachen weggeschmissen hat? Sagst du ihm bitte, dass ihn das nicht das Geringste angeht? Ihr hört jetzt sofort auf mit dem Scheiß! Papa, das geht so nicht. Es wird hier doch immer mehr zum Chaos. Dein Bett hast du auch nicht gemacht. Ich wollte Abend auch wieder rein. Hier muss regelmäßig jemand kommen. Sie sind der Weiser, Sie suchen eine Haushaltshilfe? Also hör Sie mal. Das ist eine Katastrophe. Ihre Brut sitzt in meinem Sessel. Das sind 2 ausgemachte Fälle für die Psychiatrie oder für einen Horrorfilm. Hallo? Darf ich Sie mal fragen, was Sie da machen? Sowas kann man doch nicht wegschmeißen. Uwe? Was willst du? Klassentreffen? Für dich habe ich auch was. 60 Jahre und kein bisschen weiser. Aus der Atemschale nichts gelernt. 60 Jahre auf dem Weg zum Kaiser. Und doch 60 Jahre davon entfernt. Ich habe geschlagene 38 Jahre darauf gewartet, dass ich hier endlich mal meine Ruhe habe. Manchmal ist es nicht gut, sich zu verkriechen. Ich verkrieche mich nicht. Nee? Nein, ich genieße meine Ruhe. Vielen Dank für deinen Besuch.